Dann morgen. So, Freunde, wir haben den 4.4. Wir haben jetzt den 5. Tag unserer Reise, ja. Beziehungsweise den 6. Tag unserer Reise, der 5. Tag auf Schiff, 6. Tag. Ihr wisst das ja schon langsam, ey. Ihr seht schon, ich bin im Trainingsanzug, ich werde jetzt schon gehen. Ja, wir haben heute so viel Zeit, bevor wir unseren Landgang machen. Also ich meine, das Schiff liegt erst um 13 Uhr an und unser Landgang beginnt erst auch um 13.30 Uhr. Und wenn er mal so auf die See guckt, sieht man nirgendwo, aber wirklich nirgendwo Land. Da hinten ist die Sonne ziemlich schön, aber das ist echt warm. Ich glaube, ich mache da jetzt echt auch ein Foto. So, Freunde, ich bin jetzt vom Joggen wieder da. Das sind übrigens meine Joggschuhe. Die verwende ich auch so im Alltag, weil es sind eigentlich nicht wirklich Joggschuhe. Also das sind eigentlich gar keine Laufschuhe, aber Adidas selber empfiehlt sogar, die als Laufschuhe zu nehmen. Deswegen mache ich das mal, das ist auch dieses Cloudform-Konzept. Das hält ganz gut. Und ja, wird gerade ein bisschen gedrängt. Und die letzte Sekunde sind jetzt nur Früchte. Licht aus. Los. Also, wir waren jetzt frühstücken. Wir haben noch Tee und Kaffee geschlürft. Und Karl und Omi sind schon oben in der Kabine, weil der Karl eine schwache Blase hatte. Nein, ja. Er musste sogar größeres Geschäft erledigen. Vielleicht kriegen wir hier sogar den Gläsernen. Ja, kriegen wir. Komm, geh auf. Ach, nice. Wir wollen in die 11. So. Jetzt geht's hier hoch. Das ist cool. To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us? Wir liegen jetzt hier. Alter, es ist so kalt, wenn du da oben hingehst. Das zieht immer so krass. Das war es ist einfach nur zu kalt. Also auf jeden Fall, die Pool-Action mit Maurice ist jetzt vorbei. Wir gehen jetzt essen. Sollen wir unter Wasser gefilmt? Ja. Das ist halt das Coole, die ist so schön leicht. Schaut euch mal an, wie klein diese Kamera ist. Das ist halt wirklich nicht so groß wie mein Auge. Ich kann die sogar... Das ist ein bisschen ekelhaft, aber ich kann die in meinen Mund nehmen. So, Mittagessen ist abgeschlossen. Das war jetzt totale Hektik noch. Weil irgendwie was geklemmt hat in der Küche sozusagen. Also es hat ewig lang gebraucht, noch jetzt am Ende. Aber ja, wir holen uns jetzt hier unsere Bus noch an. Hoffentlich ist unser Bus noch nicht weg. Heilige Scheiße. Jo, wir hatten jetzt 1-2 Stunden Fahrt ungefähr. Ich habe geschlafen. Ich bin echt nur Schlafmütze irgendwie. Wir sind jetzt bei den Drachenhöhlen hier im Eingangsbereich. Und da wird es jetzt gleich reingehen. Ich werde das, glaube ich, ziemlich geil finden, weil ich bin so ein Typ, der Höhlen sehr mag. Ja.
Freunde, es geht los. Ich freue mich schon richtig. Weil ich mag Höhlen, das habe ich ja schon gesagt. Ich mag Höhlen einfach. Boah, Alter, was geht ab? Ja. Warte, hier noch nicht? Nein. Echt? Wir waren auch noch nicht. Ja, ich auch noch nicht. Ich bin das erste Mal in Spanien gerade. Also. Bist du nicht über Spanien geflogen? Über Spanien bin ich schon mal geflogen, aber ich stand noch nie auf spanischem Grund. In Spanien bist du erst, wenn du in Spanien bist und nicht, wenn du drüber fliegst. Warte. Alter Schwede, was geht ab? So, wir sitzen jetzt hier in einem Boot. Man erkennt wahrscheinlich nicht viel. Es ist nämlich arg dunkel. Aber da hinten fahren die anderen Boote schon lang. Ja, schick, schick, schick. Ihr könnt wahrscheinlich nicht erkennen, aber I don't care. Ey, das ist ziemlich schön hier. Hier ist das Musikantenboot. Schick, schick, schick. So, jetzt geht's zu einem sogenannten Mallorca. Dahin geht's jetzt. So eine Perlenwerkstatt, Perlenfactory, Perlen Manufaktur, keine Ahnung. Ja, mal sehen, was das ist. So, Freunde, da. Ja, weil er gelaufen ist. So, Freunde, wir sind jetzt hier in diesem Ding und es ist wieder mal eine typische Werbung. Hatten wir schon mal bei dem Landausflug, dass es eigentlich nur Werbung ist. Und schaut euch mal das an, ein Schachspiel. Für 695 Euro, ein Schachspiel. 695 Euro, okay, das sind die Perlen drauf und so, aber trotzdem. Wer gibt so viel Geld für ein Schachspiel aus? Oh mein Gott. So. Jetzt geht's raus. Wieder aufs Schiff. Das ist schön. Tschüsschen. Der ist voll cool. Also das war bis jetzt der beste Guide. Danach kommt der von gestern, kommt die Deutsche in Rom und danach die war auch kommt der Schlechte. Danach kommt der Schlechte. Wie das klingt. Ja, Mann, Mr. Cake. Nee, es war sehr, 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 sehr cool heute. Also hat mir sehr gefallen. Ja. Und jetzt geht's wieder auf die MSC Divi. So, Freunde. Karl ist gerade noch am Telefon, deswegen gehe ich kurz raus. Wir sind schon lange wieder auf dem Schiff. Ihr habt ja gerade das Drama mitbekommen. Ich habe meinen Kamerarückkehr vergessen. Ich habe vollkommen vergessen zu sagen, ja, dass wir jetzt essen gehen. Und bibabub, es war sehr lecker. Heute gab es saugeiles Essen. Also wirklich Lasagne, Fruchtsalat. Ich habe mal wirklich den Fruchtsalat probiert. Weil da waren einige Früchte dabei, die ich bisher in meinem Leben noch nie gegessen habe. Zum Beispiel Ananas. Ja, haltet mich für einen Freak. Ich habe noch nie in meinem Leben Ananas gegessen. Und es war geil. Also wirklich. Ich meine, man kennt ja diese Ananas-Gummibärchen. Aber das hat eigentlich fast genauso gefallen. Also es war wirklich nice. Und was kann ich noch sagen? Ja, wir gehen jetzt ins Pantheon, weil da ist heute so eine Best-of-Walk-Show sozusagen, also Klassiker des Gesangs sozusagen mit Popliedern, was weiß ich. Ja, das wird ziemlich nice. Eine Ewigkeit später. So, wir sitzen jetzt das erste Mal wirklich in der Golden Jazz Bar. Mal mein Ding da. Hoffentlich. Mal das Ding. Nein. Hoffentlich kommt da heute noch eine coole Jazzband. Sieht nämlich gerade sehr danach aus. Ja, und ich komme ja ein bisschen Auszeitermäßig vor. Ja, und vor allem, weil alle weiße Sachen anhaben, ich nicht. Ja, eben, das ist schon krass. Aber wir bestellen uns jetzt ein paar Cocktails. So, Freunde, wir waren jetzt noch in der Golden Jazz Bar. Da hat ein Pianist und eine Sängerin haben da gerade gespielt. Mega gut, fand ich sehr schön. Aber man hat immer gemerkt, es hat irgendwie... Da hat was gefehlt, und zwar Strong Suit. Und dann habe ich den mal gefragt,
ob es nicht möglich wäre, dass ich damit einsteige, weil normalerweise ist ja im Jazz so, du hast eine Jam-Session und dann darf jeder mit einsteigen. Aber die hat mir dann so gesagt, ja, wir haben, also sie würde es gerne machen, aber die haben von quasi vom Veranstalter, also vom Veranstalter, von diesem, wie hieß der nochmal, von diesem Spanier, von diesem Entertainment Manager, haben die Anweisung bekommen, dass die halt, wenn die ein Konzert spielen, dass die da niemanden mit einsteigen lassen sollen, sondern halt nur bei den Jam Sessions. Und um 10 ist eine Jam Session. Wir haben es gerade, ja, 20 vor 10, aber wir wollen jetzt erstmal rausgehen, ein bisschen das fotografieren. Ich kann ja später zu der Jam Session mal dazu gucken, zustoßen und gucken, wie das da so aussieht und ob da wirklich dann eine Jam Session ist, wo ich mit jammen kann. Ja, oh, gerade zu die Tür.